Oh. Ja, und schmeckt das gut, lecker. Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Habt ihr mich gerade beim Essen und Trinken erwischt? Ja, okay. Aber warum seid ihr so spät da eigentlich? Es geht doch gleich die Sonne unter, also Folge ist eh gleich vorbei. Aber na gut, okay. War natürlich bloß Witz. So, also, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ich habe jetzt noch nicht viel geschafft, ich habe nur mal kurz was vorbereitet, weil wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal schon wieder so eine andere Idee, wie man das noch machen könnte. Und zwar habe ich mir überlegt, ich baue das jetzt alles nochmal weg. So, und das geht ja Gott sei Dank nicht verloren. Wir können es ja einsammeln. Zack, zack, so, das, na, weg da, weg da, weg da. Die Tür lasse ich jetzt gleich mal stehen. Ich hoffe bloß, ich komme jetzt da oben ran. Boing. Nein, das war kaputt. Mist. Okay, na gut. So, du noch weg. Du noch weg. Du noch weg. Zack. Na gut, gut rangekommen. Okay, okay, okay. Nein, jetzt fällt er da rein. Ach man, das gibt's doch nicht. Bleib hier. Nein. Wieso bin ich jetzt hier reingehopst? Keine Ahnung. So. Okay, und manche von euch wissen vielleicht schon, was ich jetzt vorhabe. Manche vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. Also, eher nicht. Nee, das nervt mich. Ich muss den jetzt kurz holen, weil das nervt mich, wenn der da unten rumliegt. So, nicht, dass er doch noch verschwindet dann irgendwann. So, zu meiner anderen Idee. Also, ich werde das jetzt mal kurz so machen, dass ich jetzt hier die Blöcke setze. Zack. Und zack. So, und dann sagt ihr jetzt, halt, du wolltest doch mit Holz und so an den Ecken und so. Und dann sage ich, genau, ihr habt recht. Und ich mache das jetzt auch mal kurz anders. Und zwar, gut, das war jetzt vielleicht dumm, weil das geht sich dann, glaube ich, so nicht auf. Aber okay, das, ja. Das sehen wir, glaube ich, hoffentlich gleich. Ne, hier komme ich noch nicht hoch. Zack. Machen wir schnell setzen. 1, 2, 3. Nein, da stehe ich zu nah ran. 4. So, und jetzt geht trotzdem die Sonne gleich unter, also gehen wir gleich erstmal ratzen. Und zwar wieder in sie Haus. Okay, so. Ich habe jetzt Balken vorbereitet. Das ist jetzt nicht die, das ist jetzt nicht die 74, sondern die 70, glaube ich, war das. Moment, ich gucke jetzt nochmal. Ja, genau, das ist Balken 74. Der passt aber optisch besser zur Tür. Also farblich, wenn ich jetzt. So, und jetzt wird es echt mir zu finster und zu neblig. Ich gehe jetzt erstmal schnell pennen, weil sonst hat das keinen Effekt, wenn ich euch das zeige. Ich kann ja nachher dann auch die Lampe anmachen, falls man das nicht so gut sieht. Oder ich baue mir da oben eine Lampe hin, dass ich nicht immer mit der Kopflampe rumrennen muss. So, jetzt packen wir erstmal, ja, wir gehen mit dem Trinken schlafen. So, okay, gute Nacht. Und ich glaube, das war zu zeitig. Das wird jetzt niemals nimmer, ja. Wie gesagt, das war, glaube ich, zu zeitig. Verdammt. Okay, dann muss ich doch nochmal kurz aufstehen, aus dem Fenster gucken. Was macht die Sonne? Die steht erst da oben. Ach du Scheibenkleister. Okay, dann kann ich hier jetzt aber mal kurz was probieren. Und zwar, irgendwie fehlt mir hier der Türrahmen. Ich habe ja genug Balken, Gott sei Dank. Und dann probieren wir das jetzt hier einfach mal. Ich mache jetzt mal das G an. Und dann rutscht er schon... Oh, der rutscht schon schön weit rein. Okay. So, kriege ich das jetzt noch hin mit dem... ne? Wir wollen jetzt das größer und kleiner machen. Verdammt, ich habe das schon wieder vergessen. Das war doch eigentlich... Das Alt? Nee. Shift? Nee. Feststellen? Nee. Oh. Und irgendwas habe ich jetzt gemacht, dass die Sonne gleich wieder gesprungen ist. Verdammt. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Okay. Wieso kann ich den... jetzt nicht größer machen. F1. Genau. Rotation. Backspace. Shift gedrückt halten zum Skalieren. Shift rechts. Ah, okay. Shift rechts. Also dieses. Ah, das sieht doch schon besser aus. So, dann hopst du aber raus. Okay, ich glaube, das sollte man vielleicht doch lieber mit Brettern oder mit Zweien machen. Ich drücke jetzt mal Minus. Und ich konnte den ja auch irgendwie feststellen. Das war, glaube ich, mit der Shift-Taste. Mit der Steuerungstaste. So,
So, du müsstest mal eins vor, genau so. Und jetzt müsste ich dich mal noch einmal größer machen. Und vielleicht doch noch mal ein bisschen kleiner. So. Wie sieht denn das jetzt? Dörte, lass mich jetzt mal raus hier. Komm, geh mal weg. Psst, psst. Geh mal weg hier. Okay. Ja, na gut. Den jetzt weiter reinrutsche, ist er zu weit weg. Da glitscht die Tür jetzt zwar, das macht aber nichts, weil ich kann das ja noch kleiner machen. Und da glitscht sie nicht mehr so sehr. Das sieht zwar jetzt doof aus, weil dann gleich so ein fetter Balken da drin ist, aber von der Sache her macht das ja nichts. Ich könnte den sogar noch ein bisschen größer setzen. Nee, das ist doof. Okay, wir lassen den jetzt so. Ich setze den jetzt mal. Und damit ich den jetzt nicht neu setzen muss, verschiebe ich den jetzt einfach nach hier drüben. Und das ist im Prinzip genau das, was ich oben machen möchte. Halt bloß nicht so extrem wie hier unten jetzt als Test. Nein, das war zu weit. So, zack. Und dann fehlt hier oben natürlich noch was. Ja, super. Klasse. So, dann lasse ich den jetzt mal wieder los. Müssten wir den jetzt nochmal eigentlich mal drehen. So, das war einmal zu weit gedreht. Und dann muss ich den kürzer machen. Verdammt. Kriege ich die Breite jetzt wieder hin? So, kurz genug ist er jetzt. Das müsste. Ist das jetzt die Breite oder ist es nicht? Doch, das ist die Breite, okay. Aber die Länge stimmt nicht ganz. Nein. Länge. Doch, die Länge stimmte schon. So, jetzt auf jeden Fall. So, dann wird er jetzt wieder festgesetzt. Nein. Du sollst nach oben rutschen. Junge. Nach oben. Ich mache das eindeutig zu selten. So, rutscht er bloß rüber. Wie habe ich den denn hochgekriegt? Um Gottes Willen. Hilfe. Hallo? Warum kann ich den jetzt nicht mehr da oben reinschieben? Das ging noch mal. Wenn ich mich jetzt direkt runterstelle und noch nach oben gucke. Ach, der ist auch zu breit. Warte mal. Nee, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber der ist auch ein Stückchen zu breit. So, jetzt passt es wieder. Wie habe ich denn das gemacht? 8, 9. Also ich spiele jetzt auch ein bisschen mit dem Numpad rum. 4, 5. Okay, das funktioniert gerade nicht so, wie ich das will. Also probieren wir das mal anders. Ich krieg den echt nicht da oben rein. Das ist jetzt blöd. So rutscht er bloß nach innen. Ich könnte den jetzt allerdings. Das geht doch irgendwie. Mensch, wie war denn das? Ach, geben wir doch nochmal die Befehle. Ändere die Lückengröße, wenn Modus Bauen aktiv ist. Links platzieren. Schalte normale Positionierung ein aus, solange aktiv kann die Taste gedrückt halten. Wenn, um das Element zu drehen. Nee, ich will es ja nicht drehen. Rotation, Bild oben, Bild unten. Ah, verschieben. Okay, warte mal. Bild oben, Bild unten. Also das hier. Ah, guck mal. So. Ist das jetzt ungefähr dasselbe? Okay, jetzt sieht man den da oben natürlich. Also müssen wir den doch noch ein bisschen länger machen. So, noch einmal. So. Okay, gut, das passt jetzt. So, und schon hätten wir hier jetzt einen Türrahmen, quasi. Zwar einen massiven Türrahmen, aber ja, gut. Es ist schon mal ein Türrahmen. So, okay. Nur um das zu demonstrieren, das ist ungefähr das, was ich jetzt da oben vorhabe. Und dafür habe ich jetzt schon wieder viel zu lange gebraucht, also werde ich mich jetzt ein bisschen beeilen und ranhalten. So, um es jetzt nicht so spannend zu machen, beziehungsweise müsste ich jetzt erstmal. Ja, der war immer noch festgestellt von da unten. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. So, die Länge könnte man eigentlich sogar schon nehmen. Mal gucken. Gut. Machen das jetzt erstmal hier oben. Ich
muss den jetzt erstmal drehen. Nee, muss ich eigentlich nicht, aber okay. So, wir haben jetzt gelernt, Bild ist nach oben, das ist nach vorne rein verschieben. Und ich würde den dann auch genau wieder unten, so ein Stückchen, ich mache jetzt mal das Licht an, dass man das sieht, so ein bisschen drüber gucken lassen. Hallo, was machst du? So, nur ein bisschen länger und vielleicht doch ein bisschen größer. Okay, doch, machen wir das gleich so massiv, würde ich sagen. Jo, das sieht gut aus. So. Das passt schon. Okay. Gut. Wenn euch das natürlich nicht gefällt, sagt mir Bescheid, dann reiße ich es wieder ab. Das hab ich überhaupt kein Problem damit. Damit kann ich absolut leben. So. Dann hier jetzt wieder festsetzen und reinschieben. So, und dann hätten wir das nämlich auch. Außer bis von der Länge natürlich. Passt das soweit sogar schön. Das macht sich hier bloß blöd mit der Türklinke, sehe ich gerade. Kann ich den noch ein Stückchen reinschieben? Da guckt es aber nicht mehr so weit raus wie. Na gut. Hey, komm, wir machen das jetzt mal so. Scheiß jetzt drauf, ob das geht oder nicht. Also ob das jetzt hinhaut oder nicht. Kann ich den jetzt? Nee. Dann müsste ich jetzt bestimmt auch wieder Bild unten nehmen. Also Position. Ja, genau. So. Der ist immer noch nicht ganz unten. So, und nochmal ein Stück Bild nach unten. Wenn ich den jetzt nochmal. Ja, ich hoffe, das flackert dann nicht zu sehr. Na ja, gut, das flackert jetzt, weil das so ist. Okay. Gut, dann schieben wir den jetzt hier rüber. Das ist nämlich auch eine gute Methode, dass man nicht dauernd neu ansetzen muss. Weil man weiß ja ungefähr, wo man hin will. Und man kann sich dann frei bewegen. Und kann dann besser gucken. So, jetzt passt das natürlich da oben nicht. Ja, lol. Warum passt das jetzt da oben nicht ganz? Das ist jetzt blöd. Ich glaube, ich hätte den oben auch noch mal ein bisschen größer machen sollen. Ja gut, aber dafür macht man es ja. So, und jetzt kann ich euch gleich mal zum Beispiel, das müsste theoretisch funktionieren, dass man die auch wieder bekommt. Halt mit der rechten Maustaste. Zack. So, ein Holzbalken wiedergekriegt. Zack. Und jetzt setzen wir den nochmal neu an. Nein, du sollst dich doch einfach nur drehen. So, das ist gerade. Wenn er jetzt ein bisschen links und rechts übersteht, macht das ja nicht mal so viel. Das ist sogar noch eigentlich, also wäre es von mir sogar noch eigentlich erwünscht, würde ich sagen. Mal eins runter. So, und jetzt muss man gucken, der geht genau, nee, nicht ganz genau, von links nach rechts über. Okay. Kann ich das noch ein bisschen kleiner machen? Nee, das ist schon die kleinste, die ich jetzt drin habe. So. Das war scheiße. Das ist gut. Okay, ich sehe aber gerade, das kriegt man gar nicht so genau hin. Dass es links und rechts genau gleich übersteht. Was ist denn das für ein Scheiß? Steht da so viel über? Und da jetzt so. Und jetzt steht da hier aber so viel über. Okay, dann machen wir das ganz anders. Weil das müssten wir definitiv hinkriegen. Ich gehe jetzt einfach mal in die gefühlte Mitte. Also beziehungsweise brauche ich da gar nicht so lange hingehen. Dann wir machen das jetzt einfach so. Ja, ruhig noch ein bisschen kürzer. Zack. So. Es könnte jetzt sein, dass es dann auf der anderen Seite ein bisschen glitscht. Aber das macht ja wie gesagt nichts. Also wenn es jetzt nicht so sehr flackert, macht das jetzt nichts. Müsste ich jetzt mal gucken, ob das passt, wenn der hier genau bündig ansitzt. Ne, das passt natürlich nicht. Aber so würde das von dem Überstand her passen, oder? Zack. So, jetzt nehmen wir den mal weg. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, dann könnten wir jetzt mal sagen, was ihr davon haltet. Das würde ich dann auch bei den Fenstern machen. Halt bloß nicht so dick, sondern ein bisschen dünner. Dass es jetzt nicht solche massiven Balken sind. Wie ich das jetzt hier in der Ecke mache, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall, die Tür hätten wir schon mal verpackt. Und was ich vorhin meinte mit wegen den Fenstern, könnte man das ja.
Das wäre jetzt natürlich Nonsens, wenn ich hier jetzt Fenster reinsetzen würde. So, ich mache das jetzt mal 3 hoch. Warum nehme ich immer die Seite, die so unzugänglich ist eigentlich? Das ist echt totaler Käse. So, dafür habe ich jetzt die halben. Zack. Und zack. Und dann schieben wir die jetzt einfach hoch. Boing. Und boing. Schon haben wir ordentlich Platz für ein Fenster. Das wird man dann hier drüben genauso machen. Hier kommt das jetzt hin. Zack. Und zack. So. Größe kann natürlich jeder selber entscheiden. Das ist dann natürlich jedem seine Wahl. Wie groß er jetzt die Fenster macht, meine ich. So. Und hier schieben wir sie wieder ganz hoch. Dann sind wir auch wieder im Block und können da oben drauf bauen. So, dann hätten wir jetzt schon mal quasi die Front. Das sieht so scheiße aus, wenn der Weg nicht symmetrisch ist. Ah, das muss ich unbedingt noch mit in Angriff nehmen. Jetzt machen wir erstmal das. So, okay. Dann können wir jetzt gleich zum Beispiel mal das hier machen an den Fenstern. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt, ob ich das dann innen auch mache, weiß ich jetzt nicht. Oder auch mache. So, auf jeden Fall machen wir das jetzt erstmal ein bisschen dünner alles. So. Weil das sind ja wie gesagt nur Fenster. Feststellen. Reinschieben. Sitzt der jetzt genau an oder guckt er noch ein bisschen? Ne, der guckt noch ein bisschen drüber. Das ist doch schon mal sehr gut. Halt, das war zu viel. Beziehungsweise ich muss ja nach oben. Und hier werden wir wieder dasselbe Problem kriegen. Dass der. Na doch, das sieht sogar gut aus jetzt. Setz mal. So, dann gehen wir gleich rüber auf die andere Seite. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Okay, wir sind noch in der Zeit. Ich hatte doch nicht so viel verplempert. So. Okay, aber ich glaube, das mache ich dann wirklich nur von außen. Dass ich das jetzt innen nochmal mache, weiß ich jetzt, also glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil sonst sieht das ein bisschen zu überladen aus. So, das dürfte jetzt aber leider von der Länge her nicht passen. Aber von der Höhe passt das auf jeden Fall schon mal. So, mal gucken, ob das hier jetzt klappt. Ja, das sieht schon gut aus. Okay, so nehme ich das gleich. Auch wenn es jetzt nicht ganz hinhaut, aber bei solchen kleinen Ecken mag das jetzt nicht so eine Rolle spielen. Muss jetzt nur mal gucken, wie ich irgendwie an die Maus rankomme, weil ich gerade Hände über Kreuz habe. So. Zack. Und schon hat man dann unser quasi Fachwerkfenster. Das könnte ich natürlich hier unten, wenn man das jetzt so genau nimmt, wie jetzt hier, könnte ich hier unten auch nochmal so eine kleinere Spur lang ziehen. Müsste ich ihn aber halt auch ein bisschen größer machen. Ungefähr die Größe. Und, ne. So. Wie lang geht das jetzt? Geht das jetzt bis rüber? Das geht sogar ein bisschen weiter als rüber. Ich weiß eben noch nicht, wie mache ich das jetzt an der Ecke? An der Ecke, an der Ecke. Ich bräuchte mal kurz die Breite hier. Hallo, was machst du? So. Ich hätte es vielleicht gleich machen sollen. Wartet mal. Nee, du sollst dich doch nicht bewegen, du Honk. Und noch einmal würde ich sagen. Hä? So, das müsste jetzt die Breite sein. Ja. Genau. So, dann würde ich das nämlich. Also ich habe das schon mal so in der Art versucht zu machen. Aber das ist schon so lange her, ich weiß echt nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Da habe ich es auch noch ein bisschen öfters gespielt, muss ich jetzt zugeben. So. Oder machen wir das so, dass die gar nicht so weit rausschnaken? Das würde sogar schon gehen, hä? Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das können wir so lassen. Ja, das hat sogar was. Ist der jetzt ein bisschen weiter drin wie der hier? Ja, ein kleines bisschen ist er weiter drin. Das könnte man jetzt auch nochmal anders probieren. Weil ich glaube, das ist, macht sich blöd, wenn der hier so wenig rausguckt. Genauso wenig wie am Fenster. Der müsste, glaube ich, sogar ein bisschen weiter rausgucken. Aber da könnte man den einfach auch noch ein bisschen massiver machen.
Ich reiße das jetzt nochmal weg. Das wird jetzt eine reine Probierfolge eigentlich. Nur um zu gucken, wie es bei euch ankommt. So, den haben wir jetzt wieder. Und dann machen wir jetzt nochmal das G an. Und wir schieben den jetzt erstmal rein. So, so hatten wir es gerade eben, hä? Ja. Und wenn ich den jetzt nochmal eins breiter mache, dann ist er quasi breiter wie der Türrahmen. Ja, und das sieht von der Ecke schon viel besser aus, würde ich sagen. So, wollen wir das jetzt nicht nochmal neu anpassen wollen? Oh ne, Gott, das dauert mir zu lange. Und das quält euch ja bloß. Machen wir das jetzt mal hier genauso. Ich weiß, dass das Holz dann übersteht, das weiß ich. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Also für meine Verhältnisse finde ich das jetzt nicht schlimm. Ne, das war schon richtig. So. Der müsste jetzt eigentlich. Hallo? Wieso kommst du hier nicht hoch? Du Typ. So, warte mal, wenn ich den jetzt noch ins reinschiebe, ist es zu weit. So, dann setzen wir den jetzt. Und lassen den los. Und das sieht doch schon mal. Ja, doch, das passt schon. Weil, wie gesagt, es kommt ja eh noch. Hier oben kommen dann ja eh noch die Steine drauf. Kann ich die jetzt eigentlich hier oben setzen? Ohne dass was passiert? Ja, kann ich. Okay, zack. Und dann haben wir auch gleich ein bisschen Kontrast zu dem. Zu dem Hellen. Da wirkt das nicht mehr ganz so. Ach, oh, die Sonne steht schon wieder dort. Wie spät ist es denn? Oh, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Okay. Juhu. So. Also Haus bauen ist ganz schön anstrengend. So. Und dann wollte ich jetzt noch hier unten probieren. Ich weiß, ich habe das Licht noch an. Alles gut. Habe ich mitgekriegt. Aber halt schmaler. Zwar nicht so schmal, aber vielleicht so schmal. Und natürlich so, dass es ungefähr passt. Mal festsetzen. Jetzt weiß ich eben nicht, ob der genau anliegt. Unten. Kann man das irgendwie sehen? Wenn ich den jetzt ein Stückchen runternehme, glitscht er rein. Okay, das macht aber auch nichts. Nee. Okay, du sollst aber hier hin. So. Jetzt könnte ich den sogar noch ein bisschen schmälern. Naja, das war falsch rum. Das Blöde ist bei Balken, dass sie sich jetzt komplett anpassen. Das kann man mit Brettern aber auch nicht machen, weil Bretter sind dafür noch beschissener. Da guckt dann, ja, guckt die Linie durch. Kriege ich den? Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ach, die Länge mache ich jetzt hier, okay. Also müsste ich das ja so machen quasi. Halt. Länge stimmt nicht. Jetzt. Nochmal eins rüberschieben. Nochmal ein bisschen breiter. Eins nach oben. Und nochmal rein. Nein. Nochmal rein. So. Würde ich sagen, machen wir das so. Weil dann sieht das schon optisch ganz gut aus. Zack, weg damit. Und jetzt haben wir da einen kleinen. Jetzt steht der an der Ecke über und der an der Tür steht auch über. Das ist sehr geil. Ja, so gefällt mir das. Jo, das machen wir jetzt auf der Seite nämlich auch gleich noch schnell. Bevor es dann wieder heißt, Ende Gelände. Hey, das ist zu weit. So. Und setzen. Jo, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. Okay. So, dann würde ich nämlich. Ich weiß, wir haben jetzt hier noch keinen Fußboden drin. Ich habe aber noch genug Rohmaterial einstecken. Also von innen würde ich das definitiv nicht machen. Weil ich glaube, das sieht dann zu überladen aus. Und wenn jetzt hier der Balken aufhört, ich finde das nicht schlimm. Ich könnte jetzt hier noch was reinsetzen, dass sich das dann besser abhebt. Beziehungsweise, dass der. Oh, die Tür schließt fast genau ab. Das ist echt wie ein Türrahmen. Das ist schon geil. So, könnte man innen aber halt auch noch anders gestalten. Ne, den nehme ich jetzt mal weg, dann hört das nämlich auf zu zittern. So, sagt mir mal, was ihr von der Idee haltet. Ansonsten baue ich das wieder um zu der anderen Idee. Eigentlich wollte ich jetzt schon ein bisschen weiter sein. Aber jetzt gucken wir wenigstens nochmal nach dem Fußboden. Und wir hatten ja gesagt, wir machen Holz. Und Baumstämme habe ich schon besorgt. Jetzt packe ich die wenigstens mal weg hier.
Nimm halt das Brecheisen in die Hand, ist mir auch egal. Und ich hatte Holzplanken. Hatte ich jetzt den Boden? Ne, das war für den. Das war für den. Für den Stamm quasi. Der ist aber. Ist der zu hell? Wir testen das jetzt einfach mal. Ich mach mal. Wenn ich jetzt 10 Stück nehme, haben wir 60. Da können wir schon mal ein Stückchen was auslegen. Und ich brauche was zu trinken. So, trinken können wir beim Laufen. Sollten Kinder bitte nicht machen. Schreit meine Frau auch immer rum. Nicht beim Laufen trinken. Also mich nicht an, aber die zwei Jungen. Die zwei Jungen. Die zwei Spunde. So. Okay, wo ist der Boden? Da ist der Boden. Also der vielleicht Boden. Sagen wir mal so. Zack, 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 zack. Kann ich den Block eigentlich noch drehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Weil ich jetzt eigentlich dann gerne schon in Laufrichtung gehabt. Aber na gut. Dann wird das wohl eben nix. Hallo? Stehe ich jetzt zu nah dran oder was? Ist ja wohl nicht dein Ernst. So. Doch, ich würde aber sagen, das können wir sogar klein nehmen als Fußboden. Macht sich zwar hier jetzt blöd, aber da fällt mir dann auch noch was ein. Und hier würde ich das dann auch so lassen mit dem Fußboden. Hier würde ich jetzt nicht extra noch irgendwie sowas wie mit dem Holz unten in der Hütte machen. Das hebe ich mir dann für das Haupthaus auf. In den eleganten Zimmern. Ja, es sollte schon so ein Ort kleine Villa werden oder so. Da wäre ich schon richtig froh drüber. Und dann würde ich sagen. Warte mal, wir haben ja noch ein paar Blöcke. Ziehen wir die 5 wenigstens noch hier rum. Habe ich noch mehr von den Blöcken? Tatsächlich nicht. Ich habe echt bloß ein Stack gemacht. Alter. Schäbig. Schäbig. Einfach nur schäbig. So. Und ich sollte echt aufhören, so zu sagen. Okay. Sage ich jetzt nicht mehr so, sage ich jetzt okay. Okay, Leute, dann das Fenster machen wir dann in der nächsten Folge, wenn ihr das so haben möchtet. Wie gesagt, ich werde erstmal auf euer Feedback warten. Da werde ich dann, weil ich immer ein bisschen jetzt im Voraus aufnehme, werde ich dann erstmal auf euer Feedback warten und in der Zwischenzeit dann mal den Weg anpassen. Also wenn es jetzt hier in der nächsten Folge mit dem Haus nicht weitergeht, sondern mit dem Weg oder mit irgendwas anderem, dann liegt es das daran, dass ich erstmal auf eure Antworten warte. Und dann erst weiter baue, weil, wie gesagt, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich habe sonst immer Zeitdruck. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Weil durch das ganze Gequassel wird mein Mund immer so trocken, aber ich glaube, wer das selber macht, der kennt das. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, also mir würde es gefallen, wenn wir so weitermachen, weil ich finde den Kontrast mit dem Weiß und dem Holz eigentlich richtig gut. Ich stehe auf Fachwerk, warum auch immer, keine Ahnung. Hat, glaube ich, was mit ME zu tun, so ein bisschen. Aber ich mag Fachwerk wie Sau. Und würde dann mal gucken, ob man hier noch irgendwas einbauen kann, wie mit den Querstreben, dass man die auch noch irgendwie einbaut. Ja, und in diesem Sinne, ohne langes Geschwalle jetzt. Ich freue mich auf euer Feedback. Wie gesagt, es geht dann erst weiter mit dem Haus, wenn ich eure Antworten habe, dass wir so weiterbauen wollen. Also mit den Steinen, mit Blöcken und mit Balken. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst ein bisschen Feedback da. Sonne geht unter. Ich finde das so nice, ey. Obwohl das Rot ein bisschen übertrieben ist. Aber okay. Bäume habe ich angepflanzt, habe ich noch nicht erzählt. Wisst ihr jetzt. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Jetzt aber wirklich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.